Geschichten aus dem Teambuilding. Part 1. Modest Manectric. Timid. Warte mal, was? Bruder, ist es dein Feuermelder? Nee, what the fuck, Junge? Ja, muss los. the fuck? Okay, war nur Klingel von Nachbarn anscheinend. Alles klar, Bro. Ja, moin, muss los. Und damit, Leute. Herzlich willkommen zu TPL. Season. Two. Bam. Willkommen. Willkommen. Auf diesem Kanal. Bei der zweiten Season von der DBL. Und ich bin hier mit meinem bezaubernden Teammate TJ. Und Tea ich bin hier Party. Chai Tee. mit. Wie man auch ihn nennen mag. Ich habe viele Namen. Und ich bin natürlich hier mit dem wunderschönen Min Min, wie ich ihn nenne, oder Mintendo, wie ihr ihn kennt und nennt. Guter Reimer, by the way. Der fresheste. So, also. DPL. Die Regeln kennt ihr. Wenn nicht, scheißegal, guckt euch Season 1 an. Es ist ein Draft League auf jeden Fall. Ja, es ist eine Draft Liga. Wir sind diesmal zwei Teams mehr sogar. Ja. Ich habe Wir sind diesmal einen immer noch. Teampartner. DJ hat diesmal einen Teampartner. Wir haben. Ja, also ich bin eigentlich. Ja. Wir haben eigentlich immer noch dieselben Regeln. Erstmal eine Gruppenphase, 13 Spieltage, Top 7 kommt weiter, erster Platz Jo. direkt ins Halbfinale. Und ja, Ja, die Regeln sind eigentlich dieselben. Und ich möchte euch jetzt erstmal kurz mit TJ unser Team zeigen. Erstmal, TJ, sag uns doch mal, wie heißt denn unser tolles Duo? unser tolles Duo, unser pinkes S, wie ich es auch nenne. Unser, was eigentlich ungefährlich aussieht. Und zwar Pixie, unser First Pick und Aber Slowbro. ich wollte dich fragen, wie Kann. unser Teamname ist, du Vollidiot. Wir sind Slowbro Union. Ja, wir sind Pixie and Slowbro, Okay, das unser Team. tolles Team. Jetzt kommt eine kleine Kadervorstellung. Also. Okay, cut. Okay, ab hier, cut, 3, 2, 1. Ich lasse das so hart drin. Oder nein, lass das Jetzt red nochmal in einfach, red Mama-Aufnahme los. einfach. Fang einfach an. Und zwar, das Lieblings-Pokémon aus TPL Season 1, unser wunderschönes Vulpix, an der Leine von unserem kommunistischen Eichhörnchen Scovet auf Englisch, also Ja. auf Deutsch Waffel. Danke, dass du nochmal unser Logo erklärt hast. Jetzt kommen wir zum Team. Also, wir haben unser Pinky Pinky S, wie TJ schon vorhin gesagt hat, mit Pixie und Slowbro. Absolut defensive Monster, aber auch schöne Mons. Wunderschön. Ich mag sie. So, TJ, erklär mal, was haben wir im A uns gedacht? Ja. Also das A haben wir tatsächlich erstmal gefüllt, weil erstmal war natürlich Pixie da, ist ja klar. Ich meine, Pixie war Pixie unser geht First jetzt Pick. nicht so in der letzten Runde weg. Pixie ist schon sehr beliebt. Und zu Pixie passt halt einfach wunderbar sowas, was Stahl resistiert, so Gift immunisiert. Dachte mir zu Panzer-Eron, der ist einfach Hazard Removal und kann einfach alle Hazards legen, außer Toxic Spikes. Und der Alter. ist einfach super bulky. Hat Sturdy als Fähigkeit, Weak Armor, wir können den offensiv spielen, defensiv, also der ist einfach super, also natürlich ist er eher defensiv, aber das bisschen schlechtere Kramor im A, keine U-Turn leider, aber Wirbelwind und sowas, also der kann ein bisschen Schnelligens machen, sage ich dazu. Ja. So, bei Amphira war es halt einfach nur so. Wir beide hatten die tollsten Fire-Types letzte Season. Ne? Ich. Lieberlo. Ja, du hattest tatsächlich einen guten Fire-Type. Ich hatte fucking Okay. Rotom Heat, der einen Kill gemacht hat, glaube ich. Ja, In 13 Spieltagen, wovon er, glaube ich, 8 dabei war oder so. und ihr habt ihn so oft Choice spielen müssen, damit er irgendwas reißt. Also, ich dachte mir Und uns der nur so, wir wollen Ja. einfach ein gutes Feuer-Pokémon und ich dachte mir, Celeste is it. Wir haben speziell offensives Mon, Gift-Typ, kann auch ein bisschen defensiver sein, aber insgesamt fresh. Dann, da wir ein bisschen mit dem Mega gestruggelt haben, ja, wir haben diese Season Megas wieder dabei, anstatt Giga-Pokémon, was ich tatsächlich mehr mag. Ja, Und same. unser Mi Mega Manectric ist das Mon, was wir erstens für den Speed gedraftet haben. Ja.
Und zweitens, weil wir einen Electro-Type wollten. Und drittens, das Mon ist nice. Es ist ja für ein A-Mega sehr gut. Also ich finde, A-Mega geht völlig gleich. Also S-Mega wäre es nicht ganz gewesen, aber ich finde, es hat gut. Es hat Volt-Switch, es hat Thunderbolt, es kann Damage machen. Es hat halt wenig Coverage auf der speziellen Seite, aber vielleicht spielen wir es auch mal physisch, aber man spielt halt eher speziell. Aber dein den Job, den es erfüllen soll, also reinkommen, Damage mit Elektro-Moves machen, den erfüllt es sehr gut. Und das nächste Mon ist eine Anekdote an unser altes Team. Wir dachten uns, Mizzet Junior muss ins Team. Rizeros. Die Vorentwicklung von Rihornior. Und ich liebe dieses Mon. Das Mon passt so perfekt rein und es macht wahrscheinlich, wird so einen guten Job wahrscheinlich machen. Ja, es ist klein. Und nachdem wir den Albtraum der ersten Season hatten, haben wir jetzt noch den Albtraum der aller Menschen, die Gen 2 spielen oder gespielt haben. Miltank. Meine Idee, by the way. Wir haben ziemlich gestruggelt mit dem Normal-Type, aber Miltank ist tatsächlich not bad. Ich meine, der Typ hat ultra viel Coverage, also oder die Typin ist halt eine Kuh, pink, schon wieder pink übrigens. Pink. Tankt viel, auch physisch und speziell, gut KP, guter physischer Angriff, gute Initiative. Also man denkt nicht, dass das Viech jetzt schneller ist als unser, schneller ist als zum Beispiel so ein Panzer Aeron oder so ein, keine Ahnung, Nocturne. Ist es aber. Ja. Und deswegen, und zu guter Letzt im B haben wir Mindgame-Mon namens Zoroark, mit dem wir halt den Shit machen werden. Yes, also nochmal speziell einen Attacker. Ja, wir merken, also ihr könnt bei uns vermuten, wir haben nicht so eine physische Offensive. Wir sind sehr defensiv, aber die speziell Offensive geht. Und wenn, apropos ja, physisch Offensive, was wir aber haben, ist ein fucking Nocturne. Ja, und Nocturne ist im C so günstig, also wirklich, der hat Rapid Spin, die nice Fähigkeiten mit Iron Fist und der Inner Focus, also Intimidate, ignoriert. Ja. Und sowas. Also den kann man vielseitig spielen. Und der Prio Master, also wirklich, ich glaube, der hat Mach Punch, Bullet Punch, Sucker Punch. Was hat der nicht? Der hat sogar Vakuumwelle. Ja, Mann. Also insgesamt. Geiles Mon. Mag ich. Ja. Und ist super halt günstig. Ist halt, finde ich, wenn man halt die Spinner Fighting Comp aus den Hitmons nehmen möchte, ne, finde ich halt Chan im C als einziges dort sehr günstig. Ja. Der sogar. Ja, also hat auch super hier reingepasst, weil B war ja voll. Mhm. Und Nocturne einfach super nice. So, jetzt lassen wir mal den D-Pick weg und gehen erstmal zum C-Pick auf der rechten Seite. Also kurze Erklärung. Ganz rechts oder das neben dem D-Pick? Neben dem D-Pick können okay, wir auch machen. Nämlich Pumpkin. Und Pumpkin war halt so eine Sache. So, bei Pumpkin war es halt so, wir wollten eigentlich Marauder haben, wurde uns weggepickt, dachten wir uns, sehen wir denselben Typen. Die Frage war aber Sevaro oder Pumpkin. Ja. Und da haben wir uns eher für Pumpkin Super entschieden, in der Superform, da wir noch was Tankigeres haben wollten. Ja, außerdem hast du eine Speedgap, glaube ich, geschlossen. Ja. Und Pumpkin ist generell nice. Also den können wir auch mal offensiv spielen. Also den muss man nicht nur defensiv spielen. Wir haben jetzt auch nochmal einen EQ-Switch in. Hm. Also falls ihr Panzer Aeron mal abwerfen müssen oder sowas. Ja. Also so ein Grabbit kann da jetzt nicht einfach free spammen. Ja. Und dann Switch steckt auch in Fighting-Types rein, weil einfach nice Kombo mit Pflanze, Geist. Das Irrlicht ist da. Wir haben nochmal Trick Room Support, falls wir da was machen wollen. Und ja, Poltergeist auch nochmal. Wir haben ja die neuen DLC Moves mit dabei. Und ja, Schattenstoß auch nochmal. Also, das Teil ist nice. Und dann haben wir noch Pinsir, welcher von unserer Kadergrafikerin dieses Season Rio sehr, sehr schön umdesignt wurde. Passend zu unserem Logo. Das leicht angebläulichte Pinsir. Ja. Pinsy ist aber trotzdem super. Wir brauchten halt noch einen Bug-Type. Dann wollten wir halt noch physisches offensives Mon haben und dachten uns halt nur so, Pinsy ist eigentlich ganz nice so fürs C. Ja, halt Mold Breaker, Hyper Cutter, das heißt. Und da wir. Das mit dem Ohr kommt da nicht durch. Apropos Mold Break, da haben wir ja noch so ein zweites Mold Break Mon im D, welches auch die Rolle unseres Dragon-Types übernimmt. Nämlich Scharfax. Juhu, also einfach unser
Notfalldrachentanz. Ja. Kann man so sagen. Nicht so oft sehen, aber mit Evoli tankt er bestimmt ein bisschen. Und oder halt, macht. Man spielt den halt offensiv, weil der hat nicht so die Kack-Attack. Nee. Zwar die Init ist ein bisschen, ja. Also kann man halt. Man muss Drachentanz auf dem Spiel, um was zu reißen, aber Fähigkeiten sind eigentlich ganz nice. So. Und was kommt natürlich als nächstes, TJ? Weißt du es richtig? Wir gucken uns natürlich jetzt erstmal den Kader unseres Gegners an. Und ich hoffe, dass du ihn offen hast, weil ich werde ihn wieder im Nachhinein im Schnitt erst nur einblenden, weil ich zu faul bin, jedes Mal ein Team auf OBS einzublenden. Ja. Und wir spielen dieses Spieltag gegen die beiden Ehrenmänner, die die TPL gegründet haben. Wir spielen gegen die Leiter der TPL. Wir spielen gegen Grippin und Dairon, EG Kario. Endlich hat er es gesagt. Yes. Und wir haben uns das Team angesehen. Und unser erster Gedanke war, ja, so schlechtes Matchup haben wir gar nicht. Nee, also wirklich von allen Teams, von denen wir jetzt gedacht haben, oh fuck, die haben so gute Teams, ist EG Kario eins, wo wir eigentlich sagen können, oh, wir haben Switch-ins, wir haben gute Offensive dagegen. Wir dürfen halt nur nicht dumm spielen und müssen uns gut vorbereiten. Ja, also die Frage ist, ob wir es getan haben. Was wir halt sehen, ist halt das Meistergriff im S mit zusammen mit dem Mega Gardevoir. Beides halt absolut kritisch, weil Meistergriff ist einfach. Tanky. Aua! Es tut einfach weh mit dem Ding, wenn du gegen das Ding kämpfst. Dann Gardevoir tut einfach auch weh, weil es halt auch. Mit 65 Spezialangriffe. Es sind halt einfach so zwei Breaker. Es sind halt so zwei Breaker, die halt so viel Angst machen. Und dann das A mit Maxas ist halt auch wieder so übel nervig, weil man muss halt immer Angst haben vor einem D-Dance, ne? Ja. Turtok ist halt, ich kenne Turtok in- und auswendig, ne? Ich weiß, dass das Mon super ist. Und auch mal eine Elektroattacke frisst es einfach weg. Das ist so außer, traurig. Das wird natürlich weggecritet, aber das wird darüber reden wir nicht. Dann Ruzasa. Ruzasa war, glaube ich, das nervigste Mon im Gegnerteam. Aus dem Grund, dass sie halt eigentlich. Ja. Wirklich kaum was hatten, um es tot zu kriegen. Weil, wenn man sich das anguckt, also was wir hatten, ist halt unsere Fire Coverages, klar, ne? Aber die Frage ist halt, was zur Hölle bringt das Ding um in one turn, ohne dass es uns auch Damage macht oder sleept oder was weiß ich. Ja. Weil also das Problem war halt, wenn man sich das so anguckt, wir hatten halt, Pixie mit Flamethrower. Man könnte einen Manectric mit Flamethrower spielen, wir haben einen fucking Amphira. Zoroark könnte man mit Flamethrower spielen, halt, das ist ja nicht das Problem. Das Problem liegt eigentlich da drin, dass das Ding Stomping Tantrum hat. Ja, und Belebekraft natürlich auch. Und Belebekraft und fucking nochmal Tanky AF ist, und das heißt, du kriegst es nicht in einem Turn tot gefühlt. Ja. Und deswegen mussten wir halt jetzt gucken, wie das wird. Aber das Mon, was ich überhaupt nicht in deren Team gesehen habe, war ganz klar Bundaby. Bundaby würde von jedem Mon von uns gewonnen werden. Der Hardcounter gegen Bundaby ist wahrscheinlich Nocturne. Eigentlich ist es Pixie mit Unaware. Ja. Also, beides halt. Weil Nocturne kann mit einer Pio einfach weg das Ding rausnehmen. Und Pixie kriegt das Ding halt totgetankt, Und was macht das Ding gegen so einen Panzer Eron? Also, Elesaat war halt auch scary. Ja, also einfach, weil wir halt. Elesaat war scary aus dem Grund, dass wir keine Ground Coverage mitgenommen haben, wie ihr gleich sehen werdet. Da wir Rizeros diesen Spieltag nicht gefühlt haben. Weil es zu viel gab, was im Gegnerteam war, was ihn einfach umgebracht hätte. Ja, aber das gesamte S one-hitted ist, das A one-hitted ist von zwei Dritteln, das B one-hitted ist. Und das lohnt sich einfach gar nicht. Und deswegen, Elesaat ist halt sehr nervig. Aber das kriegt man gehandelt. Dry Skin erleichtert das so ein bisschen. Aber dann gibt es Corazon. Corazon ist halt deren Rocksetter, den sie eher spielen. Gorgason ist halt deren Mon, welches sie halt spielen wahrscheinlich, wenn sie Rocks spielen wollen. Ja. Es ist einseitig und predictable zwar. Es ist aber auch ein gutes Mon, weil es halt auch krass gut Damage macht. Ja. Und dazu
auch ein Hard-Counter gegen Nocturne eigentlich. Ja, also es ist einfach ein Ghost-Type. Das ist immer problematisch für Fighting-Types. Also Miltank und Nocturne haben halt dagegen so ein bisschen Probleme. Ja, an Miltank jetzt nicht, weil wir haben Scrappy, vergiss nicht. Ja. Aber das Ding ist einfach, also auf der speziellen Seite, vor allem Tanks hat nochmal so viel, was das vielleicht gefährlich werden lassen könnte, aber wir haben es ehrlich gesagt nicht so sehr krass gesehen, aber dafür kommen wir ja gleich noch hinzu. Und dann Fessend ist halt. Ja. Hasersnob, ne? Was soll man sagen? Ja. Es ist halt jetzt Vogel MC. Ja. Nochmal die Vogel, halt ja. Nochmal vielleicht mit Tailwind, das Crit-Set, naja. Und dann kommen wir noch zu den drei Vorentwicklungen, so wie sie es auch im Draft-Stream, der ja auch noch online ist, gesagt haben, nämlich einmal Mithodas, was halt einfach ein guter Big Room Setter ist. Ja, mit Focus Sash oder Evolite halt einfach. Ja. Hat auch nochmal Lebekraft, Magieschild, das heißt, mit Magieschild und Focus Sash bekommt das eigentlich immer den Trick Room raus. Weil kein Kassadur war halt so, ja, nein, ja. Du kommst nicht also mit diesem Spieltag. Genauso wie Riolu. Ich glaube, die beiden kann man irgendwann mal mitnehmen, aber jetzt in diesem Spieltag, nein, wirklich nicht. Eigentlich war, wo jedes Pokémon für uns Flammenwurf oder Hitzekolle hat. Ja, also an Fire Coverage, das fehlt es uns halt nicht und da zwei Feuerflächen mitzunehmen ist halt... Ja. Alleine unser Celeste würde es halt wahrscheinlich. Ja, und Riolu ist einfach selbsterklärend, ich meine... Und da wir auch die Qualität dieser Videos auf eine andere Stufe absteppen, ne... Haben wir euch natürlich was für die Sets vorbereitet diesen Spieltag. Nämlich haben wir euch kein Poképace vorbereitet natürlich. Wo wir euch jetzt ein bisschen was zu jedem Mon erzählen können. Ich werde dafür ganz kurz nochmal ein wenig das größer machen, damit ihr auch das alles besser seht, ne? Ganz klar. Und wir fangen oben an mit Pixie, welches sie euch erstmal TJ vorstellen wird. Und ich mache dann das Celeste. Ja. Unser Pixie, unser speziell defensives Pixie, wie ihr seht, 252 HP, 252 Spedef Calm, nochmal 4 in Spez Attack, ist auf jeden Fall da, um dieses Mega Guard War in Schach zu halten und um alles andere Spezielle aus ihrem Team oder was sich setupt. Ja, dann haben wir noch die Fähigkeit Unaware drauf. Magieschild fand ich okay, wegen Toxic von irgendwas, aber ich fand halt Unaware viel besser, weil wir haben da Maxax stehen, wir haben da Calm Minds stehen, wir haben da vielleicht Shell Smash Tour Talk stehen, also Unaware war einfach unser Play. Dann habe ich noch gedacht, ich glaube, Überreste oder Beeren, da lohnt sich, glaube ich, eher so eine Anti-Gift-Beere, weil wenn so Maxax mal also drin ist gegen Pixie und denkt sich, oh mein Gott, ich bin Choice Band, ich drücke jetzt einfach auf Poison Jab, dann tanken wir das halt und nehmen den halt zu einer 50%igen Chance mit Moonblast raus mit 4 Spezial-Attack-Punkten. Dann haben wir noch Moonblast, einfach als Step gegen Maxax und sowas. Flamethrower haben wir dabei, um halt die ganz vielen Feuerschwächen, die sie halt hatten, ein bisschen anzuchippen. Es war halt auch dabei für Immungus, damit wir auch gegen Immungus so ein bisschen was machen. Also gegen Mutasa. Moonlight war halt zum High-End da, warum auch immer, hat Softball bei uns nicht funktioniert. War eigentlich geplant, wir wissen halt nicht warum. Ja, und dann noch die Rocks. Ja, einfach weil sie hatten wenig, sie hatten einfach eigentlich gar keinen Defogger. Ja. Also außer in Fessen, und das habe ich halt gar nicht gesehen in dem Matchup. Und da dachten wir uns halt, wenn wir halt die Chance dafür kriegen, Rocks zu setten, dann machen wir das. Ja, weil mit Rocks killen und by the way, die hätten noch Turtok mit Rapid Spin gehabt. Ja, das auch noch, aber Turtok und an Fessen in dem Matchup war, glaube ich, eher kontraproduktiv für die. Und ja, jetzt dann kommen wir jetzt zu unserem Lucy Celesel. Nämlich ist dieses Mon nach der alten Teampartnerin, die für nur einen Spieltag da war, von TJ benannt. Bei welcher wir dachten, also wir kommen jetzt erstmal zum Set, dann erst zum Item und die Ability war halt wahrscheinlich einfach. Ja, die Ability war jetzt in dem Matchup nicht wichtig. Was war Oblivious nochmal? Oblivious war einfach, dass wir nicht getauntet werden können. Ah, stimmt. Das war halt, falls irgendwas mit Mega Gardevoir taunten uns, keine Ahnung. Ja, oder also, wir dachten uns halt, was wir halt im Kopf hatten, war halt einfach, wir nehmen den Sub mit, für beispielsweise Hutsasa. Falls es uns spawnen will, können wir in den Sub gehen und dann
einen Free Nasty Plot bekommen. Das war halt der Plan. Sub Nasty Plot zu spielen, um halt das zu machen. Und dann halt die beiden Coverages. Da wir Angst vor Stomping Tantrum hatten und von einem EQ von Maxas, dachten wir uns, wir spielen Air Balloon. Also dachte zwar ich, gab es noch eine Diskussion darüber, ob die Rocks im Gegnerteam gesettet werden, was ja auch wehgetan wird, und ob wir lieber Boots spielen sollten. Aber am Ende habe ich mich da durchgesetzt, weil die hatten nur zwei Rocksetter, einer davon Kassadur, den sie nicht mitnehmen werden. Und der andere ist halt Gorgason, wo wir uns dachten, vielleicht kommt der sogar nicht mal mit. Ja, und Gorgason muss halt auch einfach, droppt hat dann einfach danach, wenn es einmal die Rocks Lego nicht angreift, und den Trade würde ich dann sogar nehmen. Gorgason für Rocks, und deshalb Luftballon ist gut auf jeden Fall da drauf, auf jeden Fall da noch zum Investment, einfach so viel, dass wir das schnellste Mon aus dem Kader sind. So, und ich übernehme jetzt das Manectric, weil ich mag das Manectric sehr. Also Manectric war halt unser Speedy und ist nach meinem alten Teammate Robin benannt. Ja, Manectric war halt einfach die Aufgabe, alles umzuhauen und zu revengen, was langsamer ist als er. Es wäre halt noch schön gewesen, halt vor der Mega haben wir noch die Fähigkeit Lightning Rod. Bedeutet, wenn ein Edelsatt drin ist oder wir einen World Switch predicten und noch nicht gemegert sind, könnten wir uns halt noch boosten dazu. Mit Flamethrower geht es auch gegen den Moongus ran. Mit Thunderbolt kann es, oder World Switch kann es halt vieles angreifen. Besonders zum Beispiel das Turtok. Ja, sie hatten kein Groundmon, was sehr wichtig war für Manectric. Das heißt, er konnte einfach free Volt switchen und das war es einfach immer super. Und Thunder Wave hatten wir einfach dabei, falls wir halt einen Paralyze gesehen hätten, damit der Speed von Leuten gelauert ist, die halt vielleicht schneller gewesen wären. Ja, zum Beispiel von einem Mark Sachs oder sowas, um den halt zu verkrüppeln oder sowas. Ja, und deswegen gab es keine bessere Coverage. Jetzt das weirdeste Set unseres Teams, TJ. Ja, übergeben. Unsere schöne Deckenlampe ist das Skarmory, also das Panzer Aeron mit dem Expertengurt. Und Skarmory ist ja eigentlich so ein defensives Mon, aber wir spielen einfach mal 252 Attack Adamant drauf. So viel Speed, dass wir einen Meistergriff outspeeden können und Sturdy, also dass mit wir einen Hit überleben. Und dieses Set war einfach nur da, um einen Meistergriff zu One-Hitten. Oder einen Hutsasa zum Beispiel, das jetzt nicht unbedingt für Steff ist. Oder einfach viel Damage zu drücken, weil das S, wenn man das sich jetzt mal anguckt, Meistergriff, droppt an den Brave Bird. Dann Gardevoir droppt einen Iron Head zu 100%. Das ist einfach nice. Und vor allem im Lead Matchup ist es einfach auch sehr nice, weil wir einfach den gratis Focus Sash mit Sturdy einfach drauf haben. Und halt irgendwas killen können. Und dann noch Roost und Taunt, weil Roost und Taunt super sind. Ja, gegen zum Beispiel Hutsasa einfach nicht zu droppen oder wieder auf die Sturdy hochgeheilt zu bekommen. Ja, dann haben wir noch so einen nicen Boxer mit dabei. Den Boxer übernehme ich wieder. Ja. Den Boxer übernehme ich, denn Tim, unser Hitmonchan. Grüße gehen raus an meinen Schulkumpel Tim. Ich hab noch keine Ahnung, wer das ist. Alles ist gut. Ich mochte den Namen einfach nur, das passt. Hat ein Live-Orb erstmal bekommen, da seine Aufgabe war, Revengen und reinhauen. Denn wir sehen zwei Prios und zwei Normal Punches. Wir haben halt sogar gekalkt und das Ding war halt der Fairy Killer Number One. Denn eine Fake-Out-Bullet-Punch-Kombi hätte beide Feen von denen safe rausgenommen. Ja. Hätte mit Lorb halt die beiden safe rausgenommen, was halt absolut nice ist. Ja, und die werden nicht voll für Steph spielen. Niemals. Und Drain Punch war halt einfach für die Coverage plus Healing. Und Ice Punch war halt für Immungus und dann noch den Vogel. Ja, und ich meine, why Close Combat, wenn Drain Punch fast genauso stark ist mit dem Iron Fist. Ja. Und dem Adamant und sowas. Also und dann erklär jetzt, was das Gurgeist da unten macht, unser Gourmet. Ja, unser Gourmet mit der Colberberry, also der Anti-Unlichtbeere, der Fähigkeit Schnüffler, also wir schnüffeln all das Item, war einfach unser Meistergriff-Check, weil wir haben sehr lange dran gesessen und überlegt, was spielen wir denn am besten gegen Meistergriff? Vielleicht so ein Pixie oder so. Aber der droppt halt einfach an der Fassade. So ein Panzer Aeron droppt auch an zwei Close Combats. Dieses doofe Guts war halt unser Problem. So. Aber Gurgeist ist tatsächlich ein sehr guter Check dagegen, weil Meistergriff, wenn die den überhaupt mitnehmen, weil muss er nicht immer mitkommen, spielen den wahrscheinlich mit Knockoff
deshalb die Anti-Unlichtbeere, weil Knockoff einfach alles von uns auch noch super trifft. Und weil, also gegen das Ding ergibt es halt wenig Sinn, wenn man halt eine Unlicht-Attacke free spielen kann, die gegen alles besser wirkt, um eine Fire-Type-Attack mitzunehmen. Und deswegen sind wir halt davon ausgegangen, dass sie halt keinen Fire-Coverage dabei haben, sondern eher die Unlicht-Coverage. Mit der Unlichtbeere tanken wir tatsächlich zwei Knockoffs hintereinander. Flame up getriggert, Full Attack Adamant. Und können also damit halt, wenn wir es schlau mit Painspells spielen und Poltergeist, können wir damit tatsächlich entweder einen Trade machen, dass wir halt beide sterben oder sogar am Ende überleben. Also wir gewinnen das 1v1 beim Dasein, also beim Drinsein und beim Switch-In. Ja. Zu 100% eigentlich. Außer sie kriegen einen Crit oder irgendwas oder, anderes passiert. Oder es sind halt die schlechtesten Rolls, die wir bekommen können. Ja. Ja, so viel zum Team erstmal. Also dann, der Gedanke dahinter war, alles ein bisschen anschippen mit Manectric, mit Tim, so Revenge killen, mit Pyxie einfach reinkommen, mit Gourmet im Weißergriff reinkommen, und deswegen, mit Deckenlampe lieben vielleicht auch und dann noch mit Lucy am Ende durchkippen mit Nasty Plot. Und deswegen gucken wir uns jetzt erstmal an, was unsere Gegner denn dabei hatten. Und wir sehen auf deren Seite das Elisat, Maxas, Gorgason, Mythodos, dann das Immungus und dann Gardevoir, was wahrscheinlich das Mega Gardevoir ist, weil sonst keinen Sinn ergeben würde. Wir dachten uns als erstes, okay, Meistergriff ist nicht dabei, hat uns verwundert, waren aber froh drüber. Ja, wir nehmen es. Nochmal Gurgeist, der entlastet wurde. Und wir haben halt gesagt, dass halt, wenn Gorgason dabei ist, wir mit Panzer Aeron leaden werden. Ja. Weil wir halt vermuten, dass das halt auch als erstes reinkommt, weil es am meisten Sinn ergibt. Ja. Oder wir halt mit Pixie bieten, wenn es halt nicht dabei ist. Was dann halt tatsächlich passiert ist, dass die so intelligent waren und sogar mit Elisat geleadet sind. Ja. Und da war halt jetzt das Problem einfach, was sollen wir machen? Ja, also ich wollte mal nur mal kurz erklären. Das Problem war mit dem Gorgason-Lead. Falls die einmal die Drops auf unsere Seite bekommen haben, konnten wir die nicht wegmachen. Und für Pixie war es ultra wichtig, dass wir keine Rocks bekommen, weil wir sonst getoo-hitted werden könnten von Mega Gardevoir und von einem Spex Heliolisk. Ja. Das war halt super wichtig, dass wir die Rocks nicht bekommen. Deshalb war Panzer Aeron eigentlich ein Muss-Lead. Weil falls die Rocks rausgelegt hätten können, Grammatik gerade im Arsch, wäre es doof gewesen. So, sie haben den Lead gewonnen. Aber Elisat war ein guter Lead eigentlich in unser Team. Ich weiß gerade nicht mehr, auf was wir gegangen sind. Ja, also ich weiß nur, die sind jetzt, glaube ich, auf Maxis rausgeswitcht und wir, glaube ich, auf Pixie. Wir sind auf Voltenso raus. Voltenso. Stimmt, weil wir, glaube ich, den Volt Switch vermutet hatten. Genau. Und die sind einfach normal rausgeswitcht, was uns sehr gewundert hatte. Wahrscheinlich haben sie sogar mit Voltenso gerechnet. Und wir dachten jetzt hier einfach mal Damage rauskriegen. Sind also gemegert, intimidated, damit die uns nicht viel Damage machen und sehen hier die First Impression. Und das war gut für uns, weil dass wir halt gemegert haben, war perfekt, da wir halt sonst nicht den Intimidate drauf bekommen hätten. Dadurch der noch mehr Damage gemacht hätte und der hätte sonst über 2/3 Damage gemacht und das hätte wehgetan. Und wir hätten jetzt dann, wir haben dann halt hier jetzt den Vote Switch gedrückt. Einfach safe geblieben. Und sind dann auf Cliffable raus. Weil, warum nicht? Dann sind die halt auf Immungus raus, war uns eigentlich klar. Sind trotzdem auf den Moonblast gegangen, weil wir halt nicht wollten, dass die zum Beispiel setupen oder irgendwie was auf Lager haben. Und das Immungus war halt irgendwie komisch. Ja, es war irgendwie Full KP. Es war irgendwie Full KP, aber wir wussten nicht, ob es defensiv ist. Und uns war klar, dass jetzt der Spore kommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, was machen wir? Lassen wir Pixie schlafen oder Panzer Aeron? Und uns war eigentlich klar, dass Panzer Aeron wir noch aufsparen müssen. Und wenn das gesleept ist und wir es aufsparen, passt das eigentlich. Deswegen haben wir es gesleept und sind dann hier. Deswegen haben wir gesleept und sind dann hier gedoubled auf Gurgeist. Welcher dann halt gesehen hat, das haben wir ja schon gewusst, Komplex Sludge. Und dann kam das Heliolisk rein. Ja, die haben World Switch gedrückt. Wir haben dann. Ich glaube, geseedbombt. Ja, genau. Und jetzt war das 1v1 gegen Rutsasa. Und das gewinnen wir eigentlich mit Pain Split und Poltergeist. Ja. So. Das werden wir jetzt mal gucken, wie das verläuft. Also sie, gerade glaube ich. Wir drücken Poltergeist, das macht gut Schaden. Sie drücken Sludge Bomb und Poison. Poison uns erstmal.
Das war halt ein bisschen kritisch, aber wir dachten uns halt, okay, wir sind schneller, wir drücken Pain Split. Ja. Damit leben wir. Die dachten halt, wir wechseln raus, drücken Giga Drain, heilen sich hoch. Ja. Das heißt, jetzt sind sie wieder nicht in der Poltergeist Range. Sind sie nicht, das war noch nicht in der Gate Range. Wir sind richtig ballsy, drücken nochmal Pain Split. Ja, und sie dachten, gehen ein weiteres Mal auf Giga Drain. Und jetzt sind sie in der Poltergeist Range. Aber wie wir dachten, dass sie jetzt raus switchen, sind wir halt wieder auf Pain Split gegangen. Ja, aber sie bleiben drin. Und sie bleiben drin und diesmal drücken sie auf Sludge Bomb und damit gibt unser Kurgeist. Also sie hätten fast geopfert. Ja. Und wir sind dann halt direkt rein mit Clefable, ja. Weil was soll das jetzt machen? Es muss halt rausgehen und wir haben dann halt, glaube ich, ganz safe den Flamethrower gedrückt. Ja. Wir hätten die Rocks legen können oder halt so, aber wir dachten, nee, wir wollen Damage machen, egal auf was. Ja. Und das Gardevoir kam rein und wir hatten halt, die Angst war da. Aber was wir halt gehofft hatten, okay, die können uns jetzt damagen, das würde halt Probleme geben. Wir drücken aber, glaube ich, einfach was, egal was passt, was kommt jetzt einmal Moonblast. Und die Call meinten. Ja, was sehr gut war, ich habe extra deswegen Unaware auf Pyxie draufgepackt. Ja, weil Pyxie kann jetzt damit halt einfach normal weitermachen. Das war also sozusagen ein Wasted Turn für die. Ja, wir gewinnen das 1 gegen 1. Und wir können Moonblast drücken. Die drücken Hyper Voice und wir drücken nochmal Moonblast. Und deren Problem ist jetzt halt, oh Gott, was machen wir? Die switchen also raus auf Blue Ocean und wir haben nochmal Moonblast gedrückt, weil wir das Matchup gewonnen hätten. Ja. Das war halt gut, dass wir halt deren Schwertattack gedroppt haben. Die kommen mit dem Trick Room, wir denken uns halt nur so, okay, was passiert? Ja, macht halt dadurch nicht mehr so viel Damage, ne? Und wir kriegen das Ding halt down. Die versuchen uns so hart anzuschippen, wie es geht. Ja, aber wir drücken einfach Moonlight. Killen, ja. Weil sonst hätten wir nämlich dann Gurgeist reinkommen können. Und wir haben dann halt zweimal Moonlight gedrückt, weil wir dachten, die greifen jetzt weiter an. Aber die gingen auf Amoongus und beim Amoongus dachten wir uns halt, haha, gehen wir halt mit Skarmory rein und holen uns den letzten Trick Room Turn weg. Und dadurch war eigentlich alles wieder safe, weil Trick Room weg war. Der Trick Room war halt hier jetzt keine große Bedrohung, sag ich mal. Jetzt kommt ein wichtiger Zug in dem ganzen Match. Ja. Wir haben nämlich hier eine Sleep Turn verbraten. Denn wir haben Taunt gedrückt, falls wir nicht mehr gesleept wurden und das Gurgeist und das Amoongus drin geblieben wäre. Ja. Dachten wir uns halt, okay, drücken wir halt das, weil wir wissen halt nicht, ob das Amoongus drin geblieben wäre. Wir wissen halt nicht, was es für Moves hat, genau. Und dann kam halt Heliolisk rein und wir waren halt so, tschüss. Wir gehen auf Hitmon. Ja, und wir überleben eigentlich einen Hit. Ja, und das tun wir auch hier. Und sie gehen auf Mega Gardevoir und wir dachten uns so, habt ihr etwa fucking Bullet Punch vergessen? Und damit holt sich Hitmon unseren ersten Kill in unserem Team. Und kein 6-0, Jungs. Kein 6-0. Erstmal, für mich eine neue Innovation, okay? Der erste Spieltag habe ich einen Kill gemacht. Dann kommt Corsola rein und Corsola war einfach nur so, entweder bringt es uns um, wir switchen raus, oder sie drücken Stealth Rock. Und deswegen sind wir auf Ice Punch gegangen, weil Ice Punch Damage macht. Ja, und in jedem Fall ist Ice Punch unser Play gewesen, weil hätten sie hier gestealth rocked, hätten wir gewonnen. Sie danach mit Bullet Punch revenged und dann hätten sie, glaube ich, straight up verloren, hätten sie hier gestealth rocked. Und der Death Rock kam halt, die hatten halt Weak Armor, waren halt schneller und die hatten halt jetzt ein bisschen Angst, was wir machen. Ja. Es war halt so eine kleine Struggle-Phase. Sind dann halt auf Menectic gegangen, weil wir realisiert haben, wir sind trotzdem schneller ist. Und wir sind halt trotzdem schneller und der Thunderbolt killt. Ja. Und Voltswitch hätte nicht gekillt, was uns vielleicht nochmal woanders hingebracht hätte. In der anderen und Lage. Dann kam halt das Heliolisk wieder rein. Ja, was Thunderbolt gedrückt hat, was glücklich für uns war, weil holy shit, da haben wir erstmal realisiert, es ist Scarf, es drückt Thunderbolt, wir können einfach jetzt Flamethrower drücken und dem Damage ziehen. Ja. Das heißt, aber im zweiten Thunderbolt tanken wir nicht. Wir wollten aber auch nicht switchen, weil wir wollten nichts auf dem Thunderbolt einfach freilassen. Weil es ist halt. Ne? Aber da wir jetzt ein Free Switch in Clefable bekommen haben, war das ganz gut. Da wir sie jetzt gefühlt zum Switchen gebracht haben und uns in dem Fall dachten, hey, jetzt ist halt zu 100% der Play Moonblast. Und ich weiß nicht, warum wir Moonblast gedrückt haben, anstatt Dings. Ich glaube, Moonblast hätte sogar gekillt.
Ja, Moonblast hat den gekillt und wir dachten, dass sie keinen RS Dry Skin haben mit den Feuerattacken, mit mehr Schaden machen. Und deshalb sind wir auf Moonblast gegangen. Jetzt sind wir hier auf Flamethrower gegangen, sehen, okay, die haben Dry Skin. Und wir können jetzt hier weiter auf Flamethrower gehen. Wo ich mir aber dachte, ja, passt. Ne? Gehen jetzt hier auf Flamethrower, macht halt Damage. Über ein Drittel, das heißt, die gewinnen nicht mit Belebekraft. Ja. Und drücken halt zweites Mal Flamethrower. Ja. Und jetzt hier in meinem Kopf war halt, okay, die drücken Sludge Bomb, wir mussten drin bleiben, weil der Poison Jab von Max Hass ist jetzt nervig, aber was sollen wir machen, ne? Sind jetzt hier, glaube ich, auf Panzer Aeron gegangen? Nee. Wir sind jetzt hier weiter auf Flamethrower gegangen, weil wir es killen konnten. Aber in meinem Kopf, ich wollte nur mal meine Situation nochmal schildern. In meinem Kopf habe ich mir schon gedacht, ich habe dir so gesagt, wollen wir Ballsy sein und Moonblast drücken? Hätten wir das gemacht, hätten wir wahrscheinlich den Outplay gemacht der ganzen Season. Ja. Aber nee, wir haben Flamethrower gedrückt, haben den nochmal angechippt. Wir sind gerade nicht in einer geilen Position, muss ich sagen, aber Skarm kam rein. Earthquake kam nicht, sondern Iron Tail, welches gemisst hat. Wir waren so froh, dass es nicht den Poison Jab dabei hatte. Ja, ja, aber der Miss war jetzt natürlich ärgerlich für sie und meddernd für sie, aber Grippin hat mir auch nochmal gesagt, er wusste nicht, dass das Ding Poison Jab hat. Also normalerweise hätten sie hier Poison Jab gedrückt. Also wäre es auf dasselbe hinausgegangen. Ja, ja, das wäre jetzt egal gewesen, aber ist natürlich jetzt doof, weil wir jetzt noch unsere Sturdy haben. Und wir schlafen immer noch, leider. Das ist okay. Wir wachen sogar auf und finishen mit Iron Head das Mythodos. Ja, ich glaube, dieser Miss hat nicht gemattert, weil wir hätten jetzt auf Roost gehen können und uns wieder auf die Sturdy hochheilen können und Und dann war es halt geil, weil jetzt hier war uns klar, okay, das Ding ist schneller und das wird uns wahrscheinlich mit egal was es macht auf 1 HP runterhauen. Wir haben jetzt also gedacht, egal was passiert, wir drücken jetzt einfach Brave Bird hätte einfach egal was reinkam, umgebracht. Ja. Am liebsten wäre es Heliolisk gewesen, weil dann hätten wir 2-0 gewonnen. Ja. Aber sie wechseln raus mit Wall Switch, das war ihr einziger Play, den sie machen hätten können. Und gehen auf Amoongus und Amoongus mit und wir haben halt die Expert Bait, Amoongus ist weg. So, und jetzt in dieser 2-2 Situation kam es auf den Lead an. Der Lead entscheidet jetzt, was passiert. Und wir haben halt überlegt und haben uns gedacht, sollten wir jetzt mit Pixie leaden, haben wir es eigentlich so gut wie sicher in der Hand. Ja. Denn Ab diesem Zeitpunkt können wir nur noch gewinnen. Denn wir gehen mit Pixie rein, wir wissen, wir müssen einen Mann opfern und die kommen mit Maxas rein. Wäre sie mit Heliolisk reingekommen, wäre es sowieso safe gewesen, hätten wir einfach Moonblast drücken müssen und hätten vielleicht sogar 2-0 gewonnen. Aber da wir sie mit Maxax reinkommen, können wir jetzt einfach hier House of Celeste gehen, den Iron Tail tanken und dann das Ding mit einem Sludge Bomb sogar rausnehmen, Sludge Wave rausnehmen. Hat auch unseren Vierer-Kill gemacht, in der Situation jetzt war es halt so, wir mussten Celeste opfern. Der Scarf kommt raus und Thunderbolt macht halt nicht genug Damage, um Pixie zu töten. Niemals. Nicht mit Modest. Niemals. Und wir gewinnen damit unseren ersten Spieltag 1-0 und ich und TJ haben damit den ersten Spieltag gewonnen. Endlich. Ja. Oh mein Gott. Der TPL Season 2, es ist ein super Start für uns gewesen. Die Sets haben alle funktioniert. Wirklich, Gurgeist hat auch was gemacht. Jedes Mod hat übrigens einen Kill bekommen, außer Gurgeist. Und dafür Panzer Aeron 2. Ja. Insgesamt super spannendes, ausgeglichenes Match, finde ich. Ja, gespielt von beiden Teams. Ich fand es waren keine großen Misplays dabei. Wir ein bisschen besser predikten. Ja. Wir waren uns aber, glaube ich, zu unsicher, einfach weil es der erste Spieltag ist und wir uns einfach safe einen Win haben wollten. Ja. Ja, also ich kann auf keinen Fall meckern. Niemals. Also wir haben super clean runtergespielt. Vor allem die Endsituation haben wir alles richtig gemacht, mit Pixie reinzugehen. War einfach unser Play und der Miss war natürlich ärgerlich für sie. Vielleicht hätte das nochmal was entscheiden können. Aber ja, das hätte vielleicht was entscheiden können. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sie eigentlich Poison Jab gespielt hätten, würde ich einfach sagen, dass es kaum gemattert hat. Ja, vor allem hätten wir dann uns noch gegen Duosion mit Pixie hochheilen können. Also, das wäre ganz wild gewesen. Also, es wäre eine andere Situation rausgekommen, aber es ist halt so gekommen, wie es kommt. Es ist Pokémon.
Die haben den Poison auf Gurgeist bekommen, wir haben den Mist bekommen. Das war halt, es ist Pokémon. Es war eigentlich ein sehr ausgeglichenes, schönes erstes Match. GG an Griffin und Dairon natürlich, ne? Super gut gespielt. Und ja, unser Auftakt der TPL. Wir stehen jetzt gerade sehr gut, da wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich jetzt schon in den Top 7 sind erstmal, ne? Wir sind in der oberen Hälfte auf jeden Fall, logischerweise. Wahrscheinlich sind wir, wenn es, wie es aussieht, Siebter. Weil wir halt wahrscheinlich das knappeste Ergebnis haben werden. Sollten nicht andere noch 1-0 spielen. Oder es gibt einen Unentschieden, klar, klar. Aber für einen Auftakt super. Also, klar, jeder andere Sieg wäre besser gewesen, aber Sieg ist Sieg für uns jetzt gerade. Es ist der Anfang, Sieg ist Sieg. Wir sehen vorwärts Richtung Playoffs. Ja, nehmen was mit. Nehmen mit, dass speziell defensives Pixie auf jeden Fall unser Play war. So. Nehmen mit, dass Tim einfach super Work gemacht hat. Nehmen mit, dass Gurgeist auch einen guten Job gemacht hat. Und nehmen mit, dass Luftballon auf Celezel gehört und keine Duty Boots. Grüße gehen raus an dich, Robin. Ja. Und ja. Nächstes Mal gibt's dann den Kampf gegen Heroic Hexerus. Wir machen uns ans Teambuilding jetzt. Ihr könnt euch freuen auf Geschichten aus dem Teambuilding Part 2. Und natürlich, ich übernehme es jetzt. Willst du es für Robin übernehmen oder soll ich? Lass gerne eine positive Bewertung da. Abonniert gerne diesen wunderschönen Kanal, auf dem weiterer Content mit mir folgt. Also der einzige Grund, warum ihr diesen Kanal überhaupt abonnieren solltet. Halt die Fresse. Nee. Und freut euch auf mehr TPL Season 2. Schaut auch bei den anderen Teilnehmern vorbei. Sind sogar mehr geworden. Ihr könnt jetzt sogar Holy Heliolis beobachten, wie sie ihre Matches spielen. Yes. Das ist nicht geil. Und ciao, ciao. Wir sehen uns in den Playoffs, wie ich immer gerne sage. Also wir sehen uns eigentlich nächsten Spieltag, aber... Wir sehen uns im nächsten Spieltag auf dem Weg zu den Playoffs. Bis dann. Tschüss.